Oh, da schleichen sie sich hinein. Okay, my friend. This should take us right into the throne room. Once inside, rein in den Thronsaal der Gründerin. Das klingt riskant, aber rein da. Ja, okay. B. Leiter craften. So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum zu einem neuen Part. Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Da sind wir schon drin im Thronsaal der Gründerin. Wenn das mal nicht Ivor ist. Das klang doch ziemlich nach Ivor. Oder? Ja, den sehe ich doch schon. Ivor. Und Lucas. Was macht ihr denn hier? Sind wir hier hingekommen? Ja. We're here to get it first! Fantastic! That is what we are doing as well! Okay. Who's this guy, by the way? I mean, I assume he's... Der wird uns helfen. Das ist Milo. Oh, right. Milo, Lucas. Lucas? Ein Unterstützer von uns. Milo, Ivor, Milo. He's a new friend. I am charmed. Yeah, yeah. The Founder's secret entrance is... supposed to be somewhere in this throne room. Ja, ist naheliegend. Dann durchsuchen wir mal den Thronsaal nach der Eversource, die ewige Quelle. Oh, ein Durchgang. Schauen wir uns mal an, was es da zu sehen gibt. Eine Lore kann da lang fahren. Da sind Schienen für eine Lore. Ah, ein Redstone-Schaltkreis auch noch dazu. Ein Hebel finden. Das ist nichts mehr Außergewöhnliches für Minecraft Story Mode. Das haben wir schon sehr oft gemacht. Lucas, was sagst du dazu? Ja, Strom brauchen wir dafür. Dann gucken wir mal nach Strom. Petra, vielleicht hat hier ein bisschen Strom übrig. Zufällig eine Batterie mit dabei. Ein bisschen Redstone wird auch was bringen. Also sie bewacht die Tür. Das ist praktisch. Das ist gut und sinnvoll. Ein Bücherregal. Das schauen wir uns mal näher an. Ist doch bestimmt was über Redstone. Eine Anleitung, wie man die Schienen repariert und so weiter. Saurens Bücher? Aha. Okay, hier gibt's nicht zu viel zu sehen. Nichts Sinnvolles. Da gibt's was. Gucken wir's uns an. Gibt's was Tolles? Wow, it's so big. Nothingness, I mean. Leer. Ja, ein Wasserfall geht steil bergab. Muss nur aufpassen, dass wir nicht fallen. Das wäre recht kritisch. Wir reden mit Ivor. Ja. Auf jeden Fall. Sarkasmus. Thron. Ansehen. Na, komm, ansehen. Hinsetzen tun wir nicht. Wir setzen uns nicht auf den Thron von anderen Leuten. Nee, das können wir nicht machen. Ein König setzt sich niemals, auch ein Fürst setzt sich niemals auf den Thron eines anderen. Eine sehr wichtige Regel. Sei denn, es ist wirklich die letzte Lösung.
um weiterzukommen. Das ist der Auslöser für irgendwas, was wir für die Geschichte benötigen. Ansonsten, ja, ich tue es nur ganz ungern. Ja. Ja, Bäume. Eine Lektion über Bäume. Oh, Moment. Und sie hat eine Werkbank, die Gründerin. Das heißt, sie darf craften, aber alle anderen auf den Insel dürfen es nicht. Ist klar. Und wer denn auch sonst? Die Gründer natürlich. Ein Cobblestone? Ach, Cobblestone. Ah, okay. Das heißt doch Obsidian. No, Obsidian. Packen. Pflasterstein rausnehmen. Und zack. Oh, nee, Pflasterstein. Cobblestone heißt Pflasterstein. Ah, okay. Da hätten wir einen Pflasterstein. Können wir doch bestimmt irgendwo für verwenden. Ne, Elvo, hast du eine Idee dafür, wie wir den Cobblestone jetzt hier verwenden können? Ins Bücherregal stellen oder hier schon für die Tür benutzen? Hebelschlitz, okay. Ich habe einen Cobblestone, aber kriegen wir auch irgendwo einen Holz, ja, ein Hebel, Thron. Ich tue es ungern, aber ich glaube, wir müssen das machen, um weiterzukommen. Wir setzen uns mal auf den Thron der Gründerin. Sie ist ja auch keine Königin. Das heißt, es ist kein Königsthron. Setz mich auf einen illegitimen Thron. Es ist kein Königsthron. Es ist ein Gründerthron. Es ist also alles legal und legitim. Man soll sich nur nicht auf die Krone von anderen Königen setzen. Ja. Also alles in Ordnung. Suchen wir hier noch irgendwo einen Hebel her. Einen Stock für hier einen Hebel. Hm, vielleicht müssen wir mit dem Diamantschwert einen Baum fällen. Dann können wir vielleicht damit irgendwie Holz gewinnen für einen Stick. Ja, ich weiß nicht. Ah, toter Busch. Da können wir was draus gewinnen. Ja, die könnt ihr nicht mehr gebrauchen. Den toten Busch. Schlagen. Ich hole einen Stick von. Zack. Nice. Gut. Das sieht aus, als könnten wir jetzt einen Hebel craften. So. Fernwenden. Okay, let's do this. Craften wir uns einen Hebel. So schwer ist es ja nicht. Pflasterstein hierhin. Und ich würde vorschlagen, den Hebel. Den Kuchen behalten wir uns noch. Dorthin. Hätten wir eigentlich den hungrigen Leuten geben können, aber ja. Habe ich ja im letzten Fall schon was dazu gesagt. Das würde eine Schlägerei und einen Streit auslösen, wenn man einem von vielen Leuten etwas gibt und den anderen nicht. Das hat noch nie zu was Gutes geführt. So, Hebel einsetzen. Und dann kommen wir vielleicht mal weiter. Verwenden. Zack. Da rein den Hebel. Und Redstone active. Ein Lore. Na, Loren finde ich doch als Zwerg sehr, sehr gut. Das war aber ziemlich laut. Das heißt, die Wachen könnten uns unter Umständen gehört haben. Na dann, schnell weg hier. Bevor wir hier ertappt werden. Hui! Da geht's steil bergab. Holla! Kann man hier aber schnell aus Fenstern fallen. Und rauskippen. Und ich hab's aber geschafft. Yeah, and they're all
Rohstoffe. Zombie, Sheep, nein. Pigman. Das sind Monster. What does it mean? Monster und Truhen. Okay. Eier. Eggs. Das sind Eier. Okay. Die Eier können wir doch bestimmt werfen. Was ist das für ein Ei? Nicht, dass wir hier wieder auch noch craften. Nein, ein Schafei. Hm, da hat sich jemand verraten. Woher ich wohl weiß, was die Eier bedeuten. Ja, vielleicht. Sehr tun. Jetzt bloß kein Wider-Ei werfen. Oder kein Monster-Ei werfen. Muss nicht den Ender-Drachen aus einem Ei bekommen. Das wäre jetzt vielleicht nicht das Gast. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt haben wir Schweine, Schafe, Schleim, noch ein Gast, Zombies. Ja, kann man sich mal aussuchen. Ein Huhn! Ein Königshuhn oder was? Es trägt eine Krone. Ah, okay. Das ist schräg. Die ewige Quelle ist ein Huhn. Ja, was auch sonst. Ein Huhn, das Eier legt, aus den Monster schlüpfen können? Wie haut denn das hin? Wie kann dann ein Gast aus einem Huhn, aus einem Hühnerei kommen? Das ist verwirrend und ulkig. Wir nehmen das Huhn mit. Ah ja, Mist, ja, falsche Entscheidung. Wir hätten das dem Doof gönnen müssen. Was, wie, wo, wann, was passiert hier? Die Gründerin. Ja, sorry, wollte ich nicht. Ach, oh nein, der sagt schon wieder. Ne? Wie verlässt sie? Wir sollten das auch besprechen. Das ist. Vertraue nicht auf die Sackgesicht dort. Der Verdammte. Halt einfach die Klappe ein. Liegen. Der hat uns schon in die Scheiße geritten hier. Der ist auch echt ein Arschloch, dieser Aiden. Ein Creeper. Oh nein. Der will doch jetzt hier nicht eine Creeper-Sache auslösen. Au, scheiße. Creeper, Achtung, Creeper. Rennt weg. Au. Au, das Schaf. Oh, kann mal jemand diesen Aiden aufhalten? Schwere Entscheidung, die Gründerin. Lucas kommt schon zurecht, hoffe ich zumindest. Dass der jetzt hier nicht sterben wird. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Nein, Lucas! Ach, verdammt! Nein! Haben wir jetzt Lucas Leben riskiert. Oh, Mann! Jetzt wurden wir alle runtergestoßen. Und Aiden ist jetzt oben alleine? Mit den ganzen Bewohnern der Insel? Ach, du Schande. Das ist nicht gut. Und der dort alleine. Jetzt als neuer Gründer. Spitze. Das ist als Aidens Schuld. Das ist auch deine vor allem. Du hast Aiden geglaubt.
Ja, ich bin... Das ist mein Ernst. Was Scheiße gebaut. Okay, wir fallen irgendwo runter. Ins Wasser fallen, bitte. Bitte ins Wasser fallen. Sonst wird es schmerzhaft. Na komm, kann ich steuern. Ins Wasser, bitte. Ja, ich möchte bitte nicht, was mit der Gunnar passiert ist. Das soll mir recht sein. Aber ich möchte bitte nicht auf Land. Oh, Lava. Bevor wir auf den Boden ankommen. Sind wir schon verreckt hier. Oh, verdammt. Nicht durch die Lava und schön im Wasser landen. Hab verstanden. Das wird eng, aber das kriegen wir hin. Nein, das ist deine Schuld. Schön die Schuld zu weisen. Ja, ich auch irgendwie so. Und wir fallen ziemlich lange. Wieso fallen wir so lange? Wieso fallen wir vor allem so langsam? Das geht doch normalerweise schneller. So, ich möchte mal steuern. Ich möchte mal den richtigen Weg nach unten finden. Ins Wasser nach Möglichkeit. Ich meine, man kann auch in der Baumspitze hängen bleiben. Es ist nicht ganz so schmerzhaft, als auf den festen Boden aufzuschlagen, aber ja. Ich glaube, am idealsten ist es, wenn wir hier ins Wasser fallen. Warum? Ach so, da war es von Ivo. Ah, verdammt Ivo. Vielleicht irgendwo nicht in der Mitte des Sees, sondern irgendwo am Rand, damit wir noch rauskommen. Ja, nice. Oh, das Schaf ist auch noch hier. Ist Lucas noch hier? Oder ist denn der Lava verreckt? Lucas. Und die anderen kommen bestimmt gleich nach. Ich bin so froh, dass du okay bist. Vor allem das. So, er ist scheinbar auf festem Boden gelandet, oder was? Ist eine neue Welt für sie. Sie war scheinbar noch nie hier unten. Gundren? Sie ist in eine neue Welt gekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall wird das alles verändern. Ja, auf jeden Fall. Alles verändert alles. Jede Entscheidung. Dieser Lava, die von oben aus Ivos Turm runterkommt. Dieser Ivo, immer mit seinen verrückten Ideen. Der bringt uns noch irgendwann um. Ja, wir sollten vielleicht mal alle runterholen hier. Nee, das meine ich jetzt nicht so unbedingt. So eine Lösung. Kann man auch machen, kann man hier noch eine neue Stadt bauen. So falsch ist das auch nicht. Kannst durch die Lava, wenn du nach oben schwimmen. Machst du noch einen Lava-Schutzanzug? Oh, Creeper. Naja, der Aiden, der damit Creeper-Ehren in sich geworfen. Was macht der denn da oben? Der Schwachkopf. Und Zombie-Apokalypse oben in den Wolken. Der hat doch auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, das sieht gar nicht gut aus für die Stadt. Ich meine, Aiden ist da oben und macht Schwachsinn. Niemand hält ihn auf. Der Typ ist auch irgendwie durchgeknallt. Das ist. Bei dem ist doch irgendwie eine Sicherung durchgebannt. Das ist. Ich werde den Leuten helfen. Irgendwie kriegen wir den Aiden da hin. Wir schubsen ihn runter und dann fällt der irgendwie auf. Pflasterstein und ganz zufällig haben wir das dann. Ja, wie kommen wir jetzt wieder hoch?
Wir besorgen uns einen lavafesten Anzug und schwimmen durch Lava nach oben. Bauprojekt, ja, das klingt doch gut. Auch wenn es ihr nicht gefällt, der Gundren. Aber wir werden bauen. Wir werden uns nach oben bauen. Ja. Schöne Grüße, liebe Gundren. Ah, sie baut sogar mit. Ah, also ist doch nicht so ganz so schlimm. Das ist das nächste Portal. Da kommen wir in die nächste Welt, in die nächste Geschichte. Die zweite Hälfte meines Portals, ja, unter Umständen. Unter der Erde war es versteckt. Musste man nur ein bisschen was abbauen und kam man schon dort ran. Ja, kommen wir vielleicht wieder mit nach Hause. Glaube ich zwar nicht dran, aber. So retten wir erstmal das Königreich in den Wolken. Kinospringen. Ja, kein Königreich. Ein Gründerungsreich, Gründerinnenreich. Nein, du bleibst nicht alleine hier unten. Es regnet Zombies. Das wäre nicht so elegant. Na. So, das schaffen wir. Wir bauen uns wieder hoch und räumen dort oben auf. Ah, er ruht sich unten kurz mal auf. Aus. Lucas wird schon nicht sterben. Du überlebst das. Den sehen wir wieder. So, dann bauen wir uns mal wieder hoch. So schaut's aus. Das ist die richtige Einstellung. Die Wärme kalt machen. Oder zumindest dingfest machen. Dass sie keinen Schaden mehr anbauen kann. So, einen Erzturm. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Ja, nice. Hoch da. Uns um Aiden und seine lohen Routen. Ah. Euch zeigen wir es. So. Au, wei. Was zum Eier. Wie hätte das in dieser kurzen Zeit hingekriegt? Warum zum... Wie kann man in so kurzer Zeit so ein Unheil anrichten? Okay, das ist schon irgendwie bewundernswert. In gewisser negativer Art und Weise. Wie man so viel Scheiße auf einmal bauen kann, in so schneller Zeit. Das ist schon irgendwie... Ja, jetzt wird gekämpft. Zack. Attacke. So, Gründerin versus Zwangfürst. Nicht versus. Gemeinsam mit Zwangfürst. Gründerin mit Zwangfürst versus Aiden und Lohnrouten. Vor allem und dem Monster. Du wirst deine Freunde retten und ich werde diesen Aiden und diese Lohnrouten dingfest machen. Den wir jetzt zeigen. Na komm, kämpft mit mir. Ich brauche eure Hilfe. Dabei Aiden und so zu verhindern. Diese nicht noch mehr Schaden anrichten. Was? Skelett auf Spinne? Na, das ist aber eine Erfindung. Das habe ich auch noch nie gesehen. Zombie auf Pferd habe ich schon nicht gesehen, aber gehört. Kann ich vom Hören sagen. Was klingt auf Spinne? Na komm. Zombie Fühnchen, so war das. Die können reiten. So, was? Das kommt manchmal vor. So, ran an die Lohnrouten. Die werfen hier immer weiter mit Eiern. Das ist. Was sind denn das für Säcke? Das ist irgendwie ein bisschen Hören muss man doch noch haben. Es ist doch irgendwie. Diese Stadt ist komplett
des Wahnsinns. Erst hier diese blöden Regeln und Verordnungen. Und auch noch die Säcke hier, die die Stadt vernichten mit diesen komischen Eversource-Eiern. Ja, Eversource-Tränke. Trank der Sprungkraft, Trank der Schnelligkeit, Unsichtbarkeit. Das ist gut, das nehme ich. Dann wollte ich schon immer mal unsichtbar werden. So, jetzt sehen sie mich nicht. Und dann kann ich sie von hinten angreifen. So, auf geht's. Lohnrouten. Ich mache euch dingfest. Oh, vorbeigerannt oder was? Das wollte ich nicht. Wollte ich eigentlich mal angreifen. Du hast verloren, Aiden. Jetzt bin ich da. Und ich werde den Thron zurückerobern. Ja, ich lebe noch. Und die Gründer auch. Creeper. Oh, wei. What the fuck? Reginald. Oh, mein lieber Freund. Reginald. Jetzt sind wir Spider. Es sind nur noch vier. Beide. Du und ich. So, wer wird hier sterben? Was zum? Was ist denn das jetzt? Ich habe noch nicht gesehen. Ein Feuerwider oder was? Ein Feuergast oder. Zack. Okay, das haben wir besiegt. Nix da. Zack. Jetzt Zwergi versus Aiden. Was? Ja, 1:0 für Aiden oder was? Genug reagiert. So, die Sache nochmal besiegen, was auch immer das ist. Und zack, stürzen wir uns auf Aiden. Diesmal müssen wir schneller reagieren. Ausweichen. Und dir zeige ich, was es heißt, sich mit dem Orden des Steins, das mit dem Orden des Schweins natürlich anzulegen. Du wirst dir kein Unheil mehr einrichten. Unfälle auch nicht mehr. Zack. Du bist besiegt. Dein letztes Stündchen hat sich geschlagen. Du kannst so viele Eier werfen, wie du willst, und so viele Monster erschaffen. Ich werde dich trotzdem klein kriegen. So, Aiden. Dich kriege ich. Komm her, mein Lieber. Stell dich mir im Kampf. Feigling. Komm zu mir. Und sack dich, mache ich kalt. Doch, aber nicht solche Blödköpfe wie dich. Ich werde den Hintern versohlen. Niemand baut hier ungestraft Scheiße hier und vernichtet ganze Welten. Das werde ich nicht zulassen. Bösewicht. Der Gerechtigkeit halber werde ich dich stürzen. Wiss? Schlecht reagiert oder was? Ah. Zwei Leben. Dich kriege ich hin. Auf geht's. Aiden. Ich bereite deinen bösen Taten ein Ende. Das wird dein Ende. Ich versohle den Hintern. Deine Taten haben ein Ende. Ich werde die Einheit gebieten. Komm her, Aiden. Ich bin bereit. Und greif an. Attacke! Boom. Zack! X! Und das hier. Und dies. Nimm das und dies. Und hau ruck. A und zack und Y und B und draufgehauen X
Entwaffnen müssen wir ihn. Wir wollen ihn nicht töten. Aber wir wollen ihn entwaffnen. Zack. Und weg mit seiner Waffe. Ja, super. Die Waffe runter. Und jetzt ist er machtlos. Ist er wehrlos. Genau, ergib dich. Und werden dir deine gerechte Strafe zuteilen. Wir werden dich gerecht teilen. Und wir müssen hier weg. Ja, was machen wir mit ihm? Du hast diese Stadt zerstört. Einen mitnehmen, weggehen, ihn rüberschicken. Über die Planke oder was? Den mitnehmen. Ich glaube, ja, wir sind die Guten, aber du bist der Böse. Du hast die Scheiße hier angerichtet, du hast die Insel zerstört. Jetzt sollst du bitte auch gerechterweise mit ihr untergehen. Ich werde dich nicht von der Planke schicken. Ich werde dich nicht töten, ich werde dich nicht runterschicken, aber ich werde dir dein Schicksal selbst überlassen. Ich werde einfach, du kannst dich selbst retten, du kannst gucken, wie du selbst zurecht kommst. Ich werde dich nicht retten, ich werde dich aber auch nicht töten. Schau, wie du selbst zurechtkommst. Das hast du sehr verdient. Ja, komm selbst zurecht. Er kann gucken, wie er auf der Insel, die er selbst zerstört hat, zurechtkommt. Ja,